Stefan, du kannst nicht mal. Ja, ich habe mitbekommen, dass du die Geschichten suchst, als ich einem YouTuber zugeschaut habe, der Fears of Phantom Carson House gespielt hat. Was ich jetzt erzähle, geschah, als ich etwa 24 Jahre alt war. Es fühlt sich etwas komisch an, das jemand zu erzählen, weil die Geschichte absurd und eigenartig ist. Aber ich denke, es wird mir helfen, mit den ganzen Erinnerungen besser klarzukommen. Ich weiß, die Geschichte woanders zu teilen wäre eine dumme Idee, weil Leute sagen würden, ich würde lügen. Während ich dies schreibe, war dies die schrecklichste Erfahrung meines Lebens. Ich bin Jack Nelson. Ich hatte einen Minijob als Parkwächter im State Park. Ich war als Feuerwächter in einem der größten Wälder im pazifischen Nordwesten stationiert. Kilometerlange dichte Wälder, die von der Forstverwaltung verwaltet werden. Ich hatte eine Bezahlung, mit der ich über die Runden kam. Aber ich konnte mir nie schicke Klamotten, eine leckere Mahlzeit etc. leisten. Meine größte Leistung bis jetzt war ein Wohnmobil, das ich mir mit der finanziellen Hilfe meines Vaters leisten konnte. Das Wohnmobil war das einzige Zuhause, das ich zurzeit hatte. Das eine Mal musste ich zu einem anderen Feuerwachturm wegen offizieller Umstände. Es war nur ein kleines Problem für mich, weil ich in meinem Wohnmobil gelebt habe und Reisen geliebt habe. Ich verabschiedete mich kurz und machte mich auf den Weg zum neuen Standort. Es war circa eine 2-Stunden-Fahrt. Ach du Scheiße! Bestimmt die im Safe frei. Ja, das machen wir auch gerade Sorge. Herzlichen Glückwunsch, kann man das ausmachen? Ah, danke, das ist gerade so laut. Herzlichen Glückwunsch zur Versetzung. Fühlen Sie sich bereit für den Wechsel? Wollte dir nur Bescheid geben, dass du zum Turm 11 zugeteilt wurdest. Willkommen an Bord. Ich bin übrigens Mitch aus Ironbark. Vielen Dank, hab schon eine Menge von George über dich gehört. Freue mich schon, dich persönlich kennenzulernen. Hab gerade meine ID bekommen. Deine Schicht startet am 12. Hört sich gut an, werde da sein. Gibt es noch etwas, das ich wissen sollte? Ich habe deine Papiere, du musst nur deine ID mitbringen. Josh hat mir erzählt, dass dieser Job nichts Neues für dich ist. Darf ich dich etwas fragen? Sicher. Warum hast du dich genau für diesen Job entschieden? Ich weiß nicht, wie ich das beantworten soll. Ich mag einfach den Nervenkitzel oder das Fehlen eines solchen, schätze ich. Tut mir leid, ich frage das jeden, der hier anfängt zu arbeiten. Menschen, die sich auf der Suche nach einer Auszeit oder der Entdeckung ihrer selbst anschließen, um dann ohne Vorankündigung wieder zu gehen, sind in einem Büro wohl... was sind in einem Büro wohl? Ich bin Iron Horse erst letztes Jahr beigetreten, um ehrlich mit dir zu sein, ohne zu wissen, was mich erwartet. Jedoch ist mir das solidarische Leben... Okay, die Übersetzung ist auch komisch. Ich persönlich halte das Stadtleben nicht aus. Ich gehöre hier einfach hin. Und ich bin mir sicher, dass ich mich an Ironbark schnell gewöhnen werde. Sei mir nicht böse, diese 2 Minuten hohe Stimme kann ich im Moment nicht machen. Mein Hals ist noch komplett angeschlagen. Es ist heute der erste Tag, wo ich keine Halsschmerzen habe. Da kann ich jetzt nicht die Stimme hoch machen. Das tut mir leid. Ich bin seit Sonntag krank. Das ist gut. Wollt's nur erwähnen. Gut, ich hoffe, dass es dir besser als der letzten Frau ergeht. Wo kann ich meinen Van parken? Der fragt nicht mal, was das heißen soll. Gut, ich hoffe, dass es dir besser als der letzten Frau ergeht. Und das juckt ihn einfach nicht und er fragt, wo kann ich meinen Van parken? Ich hätte direkt gefragt, was ist denn passiert? Also kommst du am Freitag, du kannst dein Auto einfach hinten auf dem Schrottplatz parken bei Tor D. Alles klar. Von da aus musst du zu Fuß weiter. Nimm den Gold Creek Trail. Und von da wird es nur noch ein paar Stunden bis zum Turm dauern. Verstanden, danke. Du wirst sehr wahrscheinlich Billy am Tor begegnen. Zeig ihm einfach deine ID. So, hier von Kayla Nelson. Der neue regionale Leiter ist ein echter Arsch. Um ehrlich zu sein, wünschte ich manchmal, dass ich einen Job wie du hätte. In der Natur aufwachen, ohne irgendwelche anderen Personen und einfach dafür bezahlt werden, den Wind beim Wehen zu hören.
Ich wünschte, es wäre einfach, Cal. Um ehrlich zu sein, ich bin fertig mit diesem Job. Bin mir ziemlich sicher, dass ich nächste Saison auch da sein werde. Hehe. Wie gesagt, du bist hier immer willkommen. Lass mich wissen, wenn du mit Josh reden musst. Es ist definitiv an der Zeit für eine Veränderung. Apropos Veränderung. Na, guck mal. Oh, das kann man sich sogar größer anschauen. Firelogger, aha. Das ist die ID. Ironbark? Die schicken mich nach Ironbark nächsten Monat. Der bei Roseburg? Hab gehört, die haben größere Kabinen für Mitarbeiter und weniger Camper. Ruf mich. Ruf mich! Bin mit Dad, aber werde dich zurückrufen. Wie sieht es aus? Noch immer auf dem Weg, mein Van hat einen Platten. Warum ausgerechnet heute? Ist es nicht etwas spät? Wenn du nicht verhungerst, bis du dort ankommst, ich werde es. Was? Bist du schon an Roseburg vorbei? Nee, warum? Kann ich schreiben? Nee, ne? Oh, kann ich abschicken? Nein, es geht nicht. Oh, scheiße. Geht nicht. Ah, das wäre jetzt zu schön gewesen. Achso, ich kann noch aufstehen. Oh, die Quali... Oh, ich hasse sie. Oh. Das ist jetzt schon voll unangenehm. Ruf mich an, 066669696. Ah, scheiße. Meine Augen, ja. Das ist mit Absicht so. Voll geil, der Band. Ich finde das auch voll gemütlich. Ich würde mich hier wohlfühlen, Tatsache. Hätte ich gar nichts dagegen in so einem Camper. Lebt in ein sehr einsames Leben. Es hilft mir, den Kopf auszuschalten, die Erinnerungen im Schach zu halten. Oh Gott, mit Maus und so steuern ist ja schrecklich. Und Tastatur. Schon immer habe ich die freie Natur geliebt. Einfach nur von der Natur umgeben zu sein, machte mich glücklich. Es ist echt schwer zu fahren und zu lesen. Es fühlte sich an, als wäre der Wald mein Zuhause. Ja, gleich ist die Klippe dein Zuhause, wenn ich hier runterfahre. Oh Gottes Willen. Ich bleibe einfach hier stehen, hier ist ja eh nicht so viel los. Ich glaube, da war ein Diner in der Nähe von Roseburg. Die haben die besten Burger der Stadt. Du musst die testen. Ich könnte wirklich eine gute Mahlzeit gebrauchen, bevor ich einchecke. Danke, Kay. Oh, das steht immer noch da. Oh, schade. Schreiben dabei ist auch viel schlimmer. Das macht man auch nicht. Dann auf zu lesen. Aber ich will es euch vorlesen. Das ist so der Drang. Außerdem verpasse ich ja, was da steht. Roseburg. Hier ist ein Diner, guck mal. Kann ich auch stoppen? Ich hätte es ruhiger angehen sollen. Ja, ist ja schön. Der bremst aber auch nicht, ne? Bonk. Der lenkt doch nicht. Warum lenkt der bei mir nicht? Nach links geht irgendwie, aber nach rechts ist komisch. Klingt wie, was? Ein Bär mit Durchfall? Oh Gott.
Kann ich auch abschließen? Nö. Ah, sieht eigentlich schön aus. Ich bin ein Ubisoft-Entwickler, mach mir mal 5 Bären. Ja, ein Bär mit Durchfall. Nach links geht, aber nach rechts ist komisch. Made my day. Teddy! Wait, was? Wie ist denn der Burger? Dieses kleine Stück Himmel, das hier ist wie mein Wochenendspot. Okay. Ich bin nur auf Durchreise. Dann wünsche ich dir eine sichere Reise. Okay. Boah, wie der schmatzt, Alter. Eklig. Ich hasse Schmatzen. Entschuldigung, das war. Ja. Willkommen in Twin River Diner, wie jeder sieht. Ja, ich habe mich erschreckt. Der stand aber immer hinter mir. Gut, wie sieht es bei Ihnen aus? Gar nicht so schlecht. Nehmen Sie den Platz und ich werde sofort bei Ihnen sein. Danke. Siehst ein bisschen verloren aus. Bin müde. Hier gibt's echt guten Kaffee, falls du Lust drauf hast. Oh, danke. Also, wie siehst du... Was? Wie du siehst, hole ich mir normalerweise einen Vanillelatte. Hm, ja. Latte. Okay. Ich fange meinen neuen Job im nächsten State Park an. Oh, das ist toll. Ich wusste gar nicht, dass es diese Jobs noch gibt. Und was machst du? Ich arbeite in Finanzen. Ich habe ein finanzieller... Was? Ich bin ein finanzieller Analyst für eine große Firma in der Stadt. Mögen du ihren Job? Ja, es ist herausfordernd, aber ich habe Spaß. Es hält mich auf Trab, das steht fest. Kaffeelatte besser. Ja, oder? Eine Latte, die ist mit Geschmack? Ja, gibt es. Ich bevorzuge Karamell oder Haselnuss. So, ja, mag sein, es kann schon echt anstrengend werden, aber ich mag meinen Job. Das ist doch schön, das ist sehr laut. Hallo, bitte lass mich in Ruhe. Okay. Ist egal, was ich mache, die Musik geht immer wieder an. Erschrecke am Diner. Oh, Brownie, nicht dein Ernst jetzt. Wer hat geklüppelt? Ich mir, TCG wird sich freuen. Wer? Wer? Ich warne euch! Ihr lacht schon so? Nein! Wie ist das Essen? Ganz schön langer Tag bei der Arbeit, ha? Huh? Er starrt mich nur an. Ich hätte auch keinen Bock, dass mich irgendjemand anquatscht, wenn ich essen will. Na, lange Fahrt hinter dir, was? Wohin gehst du denn? Norden für eine Lieferung und selbst. Ich bin Angestellter bei... einfach nur die Straße runter. Okay. Kann ich mal auf Toilette? Oh, cool. Kann ich den Feuerlöscher nutzen? Nee. Oh. Oh Gott, mein Strahl. Ah! Ah! Oh!
Ja. Okay. Das kam unerwartet. Das kam gerade sehr unerwartet. Siehst du, wie schwer zielen ist? Das glaube ich sogar. Das glaube ich sofort. Ich hatte auch gerade Schwierigkeiten zu sehen. Oh. Oh. Oh Mann, fast getroffen. Fast, aber immerhin. Ich habe mir allergrößte Mühe gegeben. Ach ja. Gut, dass wir ja alle ganz lieb sind. Ja, ist klar. Wenn der Schlauch erstmal frei ist, dann ist er auch wild. Ja? Die wilde Kobra. Bin jetzt ziemlich richtig im Stream. Das freut mich sehr. So, kann ich hier noch irgendwas machen? Kann man anscheinend auch ein bisschen Kacke bauen. Also ich mag den Humor schon. Es ist ziemlich ruhig hier. Können Sie mir die Toilette zeigen? Ne, die haben wir gerade schon markiert. Das ist schon eine Weile so. Seitdem die Autobahn diese Stadt umgangen hat, geht es ziemlich langsam voran. Das ist schade. Es scheint ein schöner Ort zu sein. Früher war das so, aber die Zeiten ändern sich, nehme ich an. Okay, Boomer. Könntest du mir den Weg zur Toilette zeigen? Nee, da haben wir ja schon. So, ich setze mich einfach hier in eine Ecke. Oh Gott, mein Gott! Ja, ich will was bestellen. Na dann, was kann ich Ihnen heute bringen? Hallo, Danny. Ein Cheeseburger, Pommes, ein gegrilltes Käsesandwich mit Zwiebelring. Oh, geil, ich nehme das. Und ich nehme... Oh, Erdbeerslush? Nee, ich nehme Kaffee. Noch irgendwas? Das wär's. Das wär alles, danke. Super, ich bringe Ihnen das Essen, sobald es fertig ist. Geben Sie mir einfach Bescheid, wenn Ihnen etwas fehlt. Weiß das zu schützen. Hot Food, Drinks. Na dann. Also in so einem Diner zu sitzen ist bestimmt geil. Oh je, Nino. Aber ich glaube, sowas passiert. Hat Barbara dich erschrocken? Nicht wirklich, aber ich war verwundert, dass sie eigentlich vorbeigelaufen ist und dann auf einmal doch mit mir geredet hat. Vor allem, ich fülle den Kaffee gratis nach, voll geil. Vielen Dank. Ja, danke. 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 Kein Fluchen. Oha. Hat nicht mal gedippt. Das sieht sogar lecker aus, diese Geräusche. Mhm. Der genießt es. Bist du hingegangen? Wie war's? Bin noch. Gerade am Essen. Es ist so lecker. Oh mein Gottes Willen, was ist denn mit dir? Was willst du? Meine Güte! Hat Ihnen das Essen geschmeckt? Ich... Ja! War super. Wollen Sie noch etwas anderes oder soll ich Ihnen die Rechnung bringen? Die Rechnung bitte. Ich bin sofort wieder da. Ja, geh! Alter, Assassin's Creed. Ich habe mich gerade an meiner Lasagne verbrannt. Oh nein. Gute Besserung. Oh, verbrennen ist richtig ätzend. Ist die Dips jetzt nur einzeln? Ja. So, hier die Rechnung. Ich gebe Trinkgeld. Auch wenn sie mich hier ins Set zu Tode erschreckt. Ich hoffe, sie genießt den Rest ihrer Reise. Danke.
Aber wisst ihr, Kaffee treibt richtig, ne? Ich bin... Was? Hä? Na, das ist doch eine Lüge. War gar nicht wahr. Hallo, Anheader. Verbrennes Ätzen, sagte sie, aber lachte über die brennenden Floh auf einen anderen Hügel. Ja, solange ich nicht brenne, ist das so lustig. Was? So, dann gehen wir mal. War lecker. This girl isn't on fire. Boah, wie der Schmatz. Ist das widerlich. Ja, Brownie. Assassin's Creep. Ach, du kannst mich mal. Warum ist meine verdammte Tür offen? Ich hab die zugemacht. Wo ist die Dämonin Liz? Dafür hatte ich das Equipment leider nicht. Kartoffel. Hallöchen. Aber ich dachte irgendwie spontan was. Warum ist es offen? Hallo? Die Badezimmertür war komischerweise verklemmt. Da ist irgendjemand drin jetzt. Ach komm. Da ist jetzt einer drin? Ist komischerweise verklemmt, ja. Mhm. Ist klar. Schuhe. Wir haben heute Pandalis. Stefan, du Arsch. Komischerweise, ja. Oh Gott, ich muss bei dem Auto aufpassen. Dreh einfach das Gas auf und verschließ alle Türen und Fenster. Okay. Panda plus Pandacock steht zu eurem Diensten. Was? Und was ist das? Ist gleich dahinter? Du zwei. Das musst du sagen. Ich sag gar nichts. Oh, schön dunkel. Oh, nur falscher Van. Ey, wisst ihr, ich habe jetzt voll Angst, dass hinter mir gleich einer. Ich möchte die Lage von diesem Park angeben. Aber ich möchte nicht, dass jemand den blanken Horror in diesem Wald so erlebt, wie ich ihn gesehen habe. Was? Zuerst fuhr ich an dem Pfad vorbei. Ist immer noch verklemmt, ne? Ja, ja. Oh, die Musik. Willst du mich verarschen? Okay, ich muss hier anscheinend hin. Iron Bark State Park. Okay. Ich muss wahrscheinlich zu dem Tor da, ne? Oh, es ist dunkel. Ich bin nicht verklemmt. Hm. Das stimmt. Ich grinse gar nicht. Das ist das Make-up. Das ist so scheiße zu lenken, nämlich.
War nicht besonders stolz auf meine Fahrweise. Ja, ich mit der Steuerung auch nicht. What the fuck? Hallo? Boah, fuck my life, du Hustensaft, Alter! Oh, fuck you, wirklich! Bastard! Du hast mich erschrocken. Fuck you! Hier! Oh, scheiße! Da kriege ich ja wirklich eine Hutstimme, weil ich jetzt mal Angst. Ach du Heilige, du hast mich erschrocken. Ich dachte, du wärst einer von denen. Was? Du hast mich erschreckt! Möge Gott Gnade haben. Ich habe keine Gnade. Ich hoffe, du kriegst so hart Durchfall. Aber ja, ne? Ihr wisst schon, was ich meine. Oh, fuck it. Oh, ich sterbe. Das habe ich gerade echt gekillt. Oh boy. Wie auch immer, kann ich bitte deine Erlaubnis sehen? Du bist Billy, richtig? Oh Gott. Wir verlängern das Try. Wir verlängern. Ich bin der neue transferierte Feueraufpasser. Was? Stimmt das? Ich wusste nicht, dass wir Leute diese Saison einstellen. Warte, lass mich das überprüfen. Ey, wenn das Spiel schon so ist, ne? Ich will nicht. Boah, nein. Das will ich jetzt schon nicht mehr. Okay, Kumpel, du kannst gehen. Du bist bei Feuerturm 11 eingestellt. Ja. Ich entschuldige mich für das Missverständnis. Ich dachte, dass der Turm für diese Saison unbesetzt wäre, aber hier sind deine Schlüssel. Du bist ein Hustensaft. Der ekligste Eukalyptus-Hustensaft, den es gibt. Lass mich für dich das Tor für den Pfad öffnen. Mhm. Hast dich lange geschwingt? Nee, so 6, 7 Minuten. Ich hab halben Herzkasper gekriegt gerade, ne? Was ist denn? Was? Hä? Was ist mit dir? Geh aus meinem... was willst du machen in dieser Position? Du, sei vorsichtig. Nimm das. Danke. Warum kniest du jetzt an mir? Oh. Also. Mhm. Ah, wir kennen uns auch noch nicht so lange. Willkommen in Ironbar, Kumpel. Ja. Nun für unsere Gründe, wenn du bei deinem Turm bist. Ja, du willst auch gerade an meinem Turm, ne? Mache bitte einen Wetterbericht von deinem System aus, sodass wir wissen, dass du sicher angekommen bist. Was? Wenn es der Fall sein sollte, kannst du dich an Turm 12 während deiner Arbeit wenden. Ganz netter Typ. Er wird dir der nächste Kontakt im Falle eines Notfalls sein. Danke dir, Billy. Nein, ich mach jetzt nicht den Reißverschluss auf. Hey. Nur ein Ratschlag. Gehe nicht weiter als eine halbe Meile oder so in den Norden von deinem Turm. Warum? Gefährliche Wälder in der Richtung, Kumpel. Wilde Katzen und Bären. Böses Geschäft. Okay. Kannst du jetzt... Wie der schaut. Ja, der schaut auf unseren Reißverschluss. Ach du Scheiße. Okay. Was passiert hier? Warum sitze ich jetzt wie... Bin ich jetzt... Was ist denn jetzt los? Warum bin ich geschrumpft? Wieso bin ich jetzt so klein? Was soll das? Jetzt sehe ich doch gar nichts.
Achso, ich muss zu Fuß. Aber warum bin ich trotzdem so klein? Was ist denn jetzt was ist denn mit dem Spiel? Oh, fuck it. Ich gehe einfach, okay. Mann, ich wollte einfach faul sein und fahren. Die Taschenlampe macht gar nichts. Ich seh nichts. Only horses. Ja. Lies meine Tasche erstmal im Wohnmobil. Nee, ich nehme die mit. Nee, warte mal. Ich nehme meine Sachen schön mit. So ja nun nicht. Wer weiß, was da drin ist. Ach gut, dass ich nicht weitergegangen bin. Ich habe gesagt, Rong hat es schon gespielt. Ja, ich habe das nicht gesehen, Tatsache. Gott sei Dank. Kann ich mir dann aber bei ihm dann anschauen. Das macht immer sehr viel Spaß. So, Tower 11. Braucht man diese Frequenz irgendwie später? Ich weiß nicht warum, aber es kommt mir so vor, als ob das wichtig ist. Na gut, dann gehen wir mal. Oder Chloe schreibt's auf, ist auch okay. Und was vor die Haube kommt, ist selber schuld. Das stimmt. In einem Feuerturm zu leben, ist kein glamouröser Job. Man ist alleine draußen und das für mehrere Wochen. Das ist nicht jedermanns Sache. Das stimmt. Aber ich hatte schon immer eine Vorliebe für die Natur. Weißt du, Nino? Weißt du? Ne? Du mich auch! Hab dich lieb. Ich die nicht mehr! Und mich erschreckt. Dankeschön, Nino, für die 5 Erdbeeren. Das war nicht schlimm. Ach, sei ruhig! Ach, Mann. Oh, es ist ein Land hier. Kann man es auch abschließen irgendwie? Hab vergessen, Generator. Was? Okay. Da drüben ist der andere Tower, ne? So geht's mir gerade. Try. Danke für die 350. Vielen Dank. Das ist sehr nett. Das ist, weiß ich sehr zu schätzen. Warum kann man hier durchgucken? Dein Ernst, Madame? Ich hab mich erschreckt. Meine Hände waren voll. Voller Urin, ja.
Oh, schade. Was für eine Ironie das gewesen wäre jetzt. Na, guck, da liegen auch noch Streichhölzer. So, wir machen jetzt erstmal das Licht an. Und die Tür zu. Oder so. Ich muss Holz holen, ich sehe es schon. Das ist ja... Oh. ja, das ist gut vor dem Ofen, das, ja. Das ist, also das war mal die Feuerwachturm. der existiert gleich nicht mehr. gut. Ich bin die beste Wache ever, ne? Was ist das? Pfefferspray oder sowas? Oh ja, oh, oh. Osborn Firefinder, ein riesiger Kompass in der Größe einer Pizza.